Wir sind kurz vor Christchurch. Heute hat sich schon mal jemand in Ashburton das Wohnmobil angeschaut. Wollte es aber nicht haben, war für ihn zu klein. Und wir haben einen schönen Platz gefunden. Wir stehen direkt am Wasser auf einem freien Stehplatz. Es ist auch noch angenehm warm, ich sag mal so 18 Grad. Und da hinten, wo die Berge sind, da ist dann Christchurch. Mal gucken, was die Annette jetzt hier vorbereitet. Annette. Bereitet gar nichts vor. Sie hat sich nur warm angezogen. Ja. Und trinkt jetzt mit mir einen Cider. Genau. In Christchurch geht es heute auf den Avon River zum Punting. Also zum Rudern. Nicht wir rudern, aber irgendjemand wird für uns rudern. Und gleich am Anfang eine Stromschnelle. Oh. Warum schimpfst du denn so? Huh? Where have you been punting? Cambridge. In Cambridge. Awesome. Wait, so did you do the punting? Yeah. Oh, no, I didn't do it. Oh, sorry, you didn't do the punting. Oh, that's okay. That is okay. Have nice well, you young still men have to do more it. Experience than me. You have far more experience. If you go... Ganz gemütlich werden wir über den River gestarkt. Genauso wie die dort drüben sitzen wir auch in einer Gondel. Und das ist ein Panther. Jemand, der die Gondel fährt. Mit der historischen Straßenbahn machen wir eine Rundfahrt durch Christchurch. Thank God for the chosen 12th Margaret Mayhew. It's got all types of slides, flying foxes, serpents, you name it. Where's the street? It's got a mirror in the street, all across by the Spanish Michelin sign building. We're heading now to train stop number 10. Now we are a city of contradictions. Wir sind im Erdbebenmuseum. Das Erdbeben war hier 2010 und 2011 in Christchurch. Es ist erschreckend, was in so kurzer Zeit alles passieren kann. Einige ganz gut gemachte Sachen hier. Man muss mit dem Fahrrad treten, um den Film zu sehen. Am Riverside Markt gibt es eine Essensmeile. Richtig nett gemacht. Nette Locations und ganz viele leckere Sachen. Schon sitzen wir wieder in einer anderen Straßenbahn. It's named after Colombo in Sri Lanka. Streets in Australia named after. Karfreitag und wir machen tatsächlich House-Sitting in Christchurch. Ich zeige euch mal, wo wir sind. Der Eingangsbereich.
unser Wohnzimmer für die nächsten 3 Tage. Mit der Küche, dem Esszimmer. Wir passen auf 2 Hunde auf. Das hier ist Luca. Luca ist ganz müde vom vielen Spielen. Und wo mit seinem ist Kumpel. Brownie? Da hinten ist Brownie. Ja, wo ist denn Brownie? Komm mal hier. Komm mal her. Du bist schon ganz kaputt. Eine schöne Terrasse. Ja, also ich glaube, das gefällt uns ganz gut. Wir halten was auf, 3 Tage. Genau. Brownie und Luca, die beiden Hunde, auf die wir aufpassen. Aber die können sich super selbst beschäftigen. Ich weiß nicht, wessen Socken das ist, aber na, wir schauen mal, ob der Socken das überlebt. Annette hat in der großen Küche das Osterlamm für uns vorbereitet. Da können wir aber ein paar Tage vergessen. Das glaube ich auch. Und noch was einfrieren. Die beiden freuen sich auch schon, weil die kriegen da nämlich hin. Ostersonntag im Christchurch, Südneuseeland. Wir wünschen euch alle frohe Osterfeiertage. Und die Annette geht jetzt auf Ostereiersuche. Ist das so? Ja, los geht's. Das ist ja doch. Wo könnten denn hier die Ostereier versteckt sein? Jetzt sag mal nicht, dass eines der Ostereier einer der Hunde ist. Kloppen Sie schon wieder? Die Annette ist ja der Osterhasen-Spezialist. Ist sie da? Also ich als Osterhasen-Spezialist, du würdest nach oben gehen, würde, ne, sagen, kalt. Es wird immer kälter. Immer kälter. Die Annette hat auch 2 Gehilfen. Beim Suchen. Es wird wärmer. Es wird wärmer. Ja. Ui. Es entwickelt sich was. Und tatsächlich. Oh, hallo. Oh, da hat der Osterhase was gelassen. Guck, das ist ja gut, dass die Hunde das nicht vorher gefunden haben. Ja. Super lecker, die Schokolade. Ja. Etwas Kultur gibt es heute. Wir sind im Canterbury Museum. Und das ist das Motorbike von Ivan Mogner aus Polen, der 3-mal irgendein Weltchampionship im Speedway-Fahren gewonnen hat.
kommt, seht ihr Christchurch. Herrliches Wetter hat die Ellen bestellt. Ja. Unser Auto ist gerade in der Werkstatt und wartet darauf, dass die Bremse gemacht wird. Hoffentlich heute noch. Ganz schön schnell die Wolken, oder? Der Blick nach Littleton. Da unten haben wir letzte Nacht gestanden. Die Wolken sind ganz schön tief heute. Ziehen nach vorne über den Berg. Eine Tour durch die Geschichte Neuseelands. Der Vulkan ist heiß. Ja. Our ancestral history tells of Rahai Hoki, the white chief with the fire of occupation in this island. In Pulako, legend, he carved out the lakes, inlets, and rivers of the Waipona with his digging stick. The local Maori are dignified people, people of their world. They have so kindly shown me how to grow a sweet potato they call kumara. And gifted us some fine, fresh fish as well. In return, we are sharing with them the abundance of food. We have decided to farm sheep here on the Canterbury Plains. They thrive on them. Dazu wandern wir. Von da oben kommen wir runter. Toll! Auf dem Weg nach Hanma Springs zu den heißen Quellen. Dort über die Brücke sind wir gefahren. Wir haben auf einem Freiparkplatz gestanden, hier direkt in der Stadt. Und ich muss sagen, das ist nicht so das Wahre. Es ist nämlich sehr laut. Morgens um 4 kam die Kehrmaschine und gefühlt hat die eine Stunde um unser Auto rumgeputzt. Aber man ist natürlich direkt im Zentrum. Das ist der Vorteil dann. Und es kostet nichts. Unser Stehplatz. Die letzten 2 Tage in Hanma Springs, kostenlos, das ist hier ganz gut geregelt, aber es ist ein bisschen wenig, finde ich. Also wenn man sich das Schild anschaut, das gibt es dann überall, hier darf man zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens stehen, aber auch nur 2 Nächte innerhalb von 30 Tagen. Es hat heute Nacht sogar gefroren, so wie es aussieht. Gut, dass wir ein Wohnmobil mit Heizung haben. Traumhaftes Wetter. Da oben ist das Skigebiet von Hanma Springs. Gott sei Dank noch kein Schnee. Wir sind wieder sauber. Wir waren in den Hanma Springs Quellen. In den heißen Quellen. Thermischen Quellen, ja. Bis zu 41 Grad? Nee, 42 Grad und das Niedrigste, was wir gesehen hatten, waren 36, glaube ich. Auf jeden Fall sind wir jetzt porentief rein und werden den Rest des Tages in Hanma Springs genießen. Möchtest du noch was sagen? Also, naja, es war schon schön warm und es ist natürlich auch voll, weil ja heute Samstag ist. Aber das Wetter hat nicht so mitgespielt. Es ist ziemlich bewölkt, keine Sonne, also nur 10 Grad draußen. Und 2 Stunden haben gereicht.
Absolut, weil es ist nicht wie in einer Therme. In Deutschland gibt es die Möglichkeit, irgendwo nochmal in eine Sauna zu gehen zum Beispiel, aber damit haben sie es hier nicht. Saunen, die haben zwar irgendwo hier eine Sauna, aber die muss man auch separat bezahlen und alles nicht so schön, wie wir das uns eigentlich wünschen. Oder wie wir es kennen. Machen wir einen Haken hinter, haben wir erlebt. Hanmar Springs, da ist richtig was los. Es ist wieder mal Entsorgung angesagt, Grauwasser und Toilettenwasser und auch gleich Frischwasser wieder befüllen. Das ist super toll organisiert in Neuseeland. Überall gibt es solche Stationen, wo man das erledigen kann. 13 Uhr. Wir starten den Mittag mit einem Wine-Tasting im Pegasus Wine Resort. Und da lagern die ganzen Weine. Wein haben die genug. Tolles Plätzchen, tolle Idee. So kann man den Tag genießen. Schneide ich schon mal das Brot dazu, ja? Genau. Wir sind in einem Pegasus Bay Winery. Haben auch ein Fläschchen Wein gekauft. Machen jetzt eine Brotzeit mit Käse. Ist ein geschicktes Geschäftsmodell, würde ich behaupten. Likey steht in der Werkstatt und bekommt neue Bremsklötze an der Hinterachse und die Handbremse wird eingestellt und wir müssen uns die Zeit vertreiben. Wir haben zwar für 2 Nächte ein Zimmerchen gebucht, weil ja der Wagen 3 Tage da stehen muss in der Werkstatt, aber da können wir erst heute Nachmittag rein. Und jetzt nutzen wir die Zeit und gehen hier am schönen Strand spazieren. Tolle Strandpromenade, irre Bäume. Und ganz schön dicke Bäume, wenn man sieht, wie klein die Annette ist. Da, wie gesagt, Likey in der Werkstatt ist, haben wir uns für 2 Nächte hier eingemietet, in dem kleinen Tiny House, sehr nett, mit dem Außenbereich. Schlafzimmer, Bad, Küche mit Kamin, falls es kalt werden sollte. Ich glaube, wir halten es hier aus. Gott sei Dank haben wir einen Kamin, der heizt uns ordentlich ein. Beim Brandy Dog spielen. Und Eingeweihte sehen sofort, dass die Annette mich total abzockt. Ach was, das ändert sich noch. Nee, nie. Doch. Wir haben einen schönen Platz in einem Kastanienwäldchen gefunden.
sein privates Grundstück und wir können hier für $10 die Nacht stehen. Mit unserem Verkauf geht es nicht so richtig vorwärts. Wir haben jetzt noch einen Interessenten, der sich das vielleicht am Sonntag angucken möchte. So langsam wird es dann aber für uns Zeit, dass wir weiterziehen. New Brighton Beach am Morgen des 11. April 2024. Hier unten hinter dem Deich die Nacht verbracht. Und jetzt gibt es ein Kaffee mit Meerblick. Hinter uns seht ihr die Seebrücke von Brighton. New Brighton. Und wie ihr auch seht, ist es wirklich herrliches Wetter, aber es ist nicht so warm. Wir haben nur 12 Grad. Es ist hier wie an der Nordsee. Das Wasser ist vor Dünen. Aber ansonsten ist es schön. Ein traditionelles Rugby-Spiel in Neuseeland. April 14. Heute haben wir wieder mal eine Besichtigung von unserem Likey. Und natürlich wird das vorher einmal gereinigt. Die Annette geht ihrer Lieblingsbeschäftigung nach. Ja, ganz sicher. Der Michael ist eher für das Cockpit zuständig. Dann hoffen wir, dass das heute klappt. Drückt uns die Daumen! Es tut sich was im Wohnmobilverkauf. Gestern hat sich ein Pärchen unser Likey angeschaut und fand es für recht gut. Ja. Waren begeistert. Und jetzt gleich fahren wir mit den beiden in eine Werkstatt. Da wollen die nochmal einen offiziellen Check durchführen lassen und dann entscheiden, ob sie es kaufen oder nicht. Wir sind gespannt. Und du bist jetzt... Schön wär's. Aber ich glaube, die kaufen den. Ja? Ja. Und du bist jetzt auch froh? Ja, ich möchte gerne ins Wärmere. 5 Monate im Wohnmobilleben in Neuseeland, wo es jetzt kälter wird, das reicht uns jetzt. Ja, wir hatten ja auch schon eine Nacht Frost und dann irgendwann ist... Ja, es darf gerne wärmer werden. Warten wir mal ab, was der Abend bringt. Ja. Wir sitzen im Wohnzimmer von dem potenziellen Käufer. Die beratschlagen jetzt gerade. Und es sieht so aus, als ob wir Likey verkaufen. Sieht dann aus. Das ist eine Frage des Preises, glaube ich. Ah, das kriegen wir auch noch geregelt. Ja, ich denke schon. Ja. Meinst du? Das ist wieder ein Lebensabschnitt zu Ende. Ja, aber der nächste steht doch schon an. Es geht weiter. Ne? Bleibt dran, es geht weiter. Unser Wohnmobil hat einen neuen Besitzer. In 3 Tagen, wenn das Geld auf unserem Konto ist. Sie waren sehr begeistert. Der Check von ihrem Freund verlief auch super gut. Es gibt keine großen Mängel. Es gibt nur so ein paar ganze Kleinigkeiten. Und damit ist Likey verkauft. Vertrag ist unterschrieben. Jetzt schlafen wir heute noch mal vielleicht die letzte Nacht hier im Wohnmobil. Wir werden sehen. Und dann ist unsere Ära Neuseeland beendet. Mhm. Ging alles doch jetzt schneller, als ich gedacht hatte. Ja, und jetzt müssen wir dem einen oder anderen auch noch sagen, wir brauchen nicht mehr kommen, weil ist fort. Genau, wir hatten nämlich noch Interessenten. Mit Ingrid und Brad zum Wine-Tasting. Unser letztes Frühstück in Likey. Bei herrlichem Sonnenschein. Gibt es sonst noch was zu sagen? Nein.
Aber es ist nicht so einfach. Also wir haben uns schon jetzt, also ich habe mich jetzt hier schon an Leike gewöhnt. Und jetzt wieder Abschied nehmen. Naja, also es gibt ein kleines weines Auge. Wir haben uns 3 Tage eingemietet in einem Häuschen, das Wohnmobil ausgeräumt. Das ist unser gesamtes Hab und Gut. Jetzt wird da wieder mal was aussortiert, was weggeschmissen wird, was wir schon seit 20 Jahren haben. Ein bisschen was versuchen wir nach Deutschland zu schicken und den Rest nehmen wir mit nach Tahiti. Wir fliegen nämlich am Freitag nach Tahiti. Alle Sachen sind gepackt. Wir haben uns verabschiedet von dem neuen Eigner von Leike und nehmen noch mal eine heiße Schokolade zu uns. Und dann geht es zum Flughafen. Unsere Zeit in Neuseeland ist zu Ende. Leike hat gute neue Besitzer gefunden und wir werden unsere Reise fortsetzen. Insgesamt waren wir 141 Tage in Neuseeland, sind 8800 Kilometer gefahren und haben 887 Liter Diesel getankt. Es folgt ein kleiner Rückblick unserer fantastischen Reise durch Neuseeland. Neuseeland, auf zu neuen Abenteuern. Es geht wieder zurück nach Französisch-Polynesien.